Was bisher geschah. Wir sind im Mortal angekommen. Dort lernten wir Jarl Idgrold Rabenkrähe kennen und wir bemerkten, dass diese Stadt ein Problem hatte. Und zwar war ein Haus abgebrannt und eine Familie ist, oder was er sagt, ein Teil der Familie ist umgekommen. Eine Mutter mit ihrem Kind. Und der Vater hat sich aber gleich zu einer neuen Frau gesellt. Und deswegen untersuchten wir die Geschehnisse. Wir trafen eine Vampirdienerin beim Grabe seines Kindes und konnten ihn und seine neue Frau entlarven, da sie nämlich ein Diener der Vampire war. Doch jetzt haben wir eine ganz neue Mission. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde von Himmelsrand. Wir sind hier vor der schrecklichen Armee der Vampirjäger aus Mortal. Tonio, kann es losgehen? Lilith ist tot. Wollt ihr mir helfen, den Vampir zu töten? Ich will Rache für meine Frau. Okay. Rache für Lilith. Okay. Wir marschieren zu Movards Lager, ob ihr nun mitkommt oder nicht. Na, macht mal. Ich mache mal bei euch mit. Du bist Lobuk, du warst doch in der Schenke, war. Gut. Und dann ab. Achso, jetzt los. Ach, guck, der Bener kommt auch mit. Aber du läufst ein bisschen komisch mit einer Axt. Mortal war einst ein ruhiger Ort. Kann das sein? Oder war die Welt auch noch in Ordnung? Den Mod habe ich ein bisschen anders im Auge. Und zwar ist ja da nicht so bescheuert gelaufen. Wegen ein bisschen, ja, Axt auf dem Rücken und so, ne? Ich finde den Mod aber recht cool. Was? Jemand muss etwas unternehmen? Weswegen denn? Wir aktivieren am besten mal den Kompass jetzt, denn wenn wir auf Feinde treffen sollten, wäre es besser, wenn ich die sehe. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, oh, ein Welpe. Ja, ist doch schon, ist doch passiert. Keine Angst, ja. So. Oh, wir nähern uns dem Lager. Wo ist der Rest? Da. Da ist es schon. Das sind nur die da vorne. Da geht's rein. Vampirs Rall. So, wir nehmen mal ein bisschen Kram mit. Oh, ein Cloak. Sehr, sehr schön. Denn das könnte nämlich schon mal eine Vampirrüstung. Ist natürlich schon krass, dass man jetzt dann schon sowas findet hier. Aber wie gesagt, es ist ja bisher nur leichte Rüstung. Und mit sowas brauche ich erst gar nicht anfangen. Aber wir sehen schon wirklich mehr aus wie ein Magierkrieger. Also sagen wir ein Krieger mit Magie. Gucken. Ja, es funktioniert wunderbar mit dem Cloak. Kein Clipping, nix. Wir gehen in Morwarts Lager. So, sind wir jetzt 6 Mann? Ich gehe nochmal raus und spreche mit ein paar Leuten. Ich habe keinen Bock, hier alleine rennen zu müssen. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Ach. Ja, das war irgendwie furchterregend. Und es gibt überall Vampire? Feiglinge, wir müssen die Vampire töten. Sie sollen büßen. Genau. Natürlich. Aber warum soll er nicht zuerst reingehen? Was? Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung. Ja, aber die Mühle. Kümmere ich mich. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ich würde Mortal verlassen, wenn ich könnte. Muss ich alleine ins Vampirlager vordringen? Die mögen feige sein. Ich bin es nicht. Ich werde euch begleiten. Danke. Ihr seid ein tapferer Mann. Ja, gehen wir. Geht ihr voran? Ja.
Was hier mit Beno? Wenn ihr mich fragt, wäre es besser ohne diesen Zauberer in der Stadt. Ey, das sind so eine Pfeifen. Ich bin auch eine. Ich bin erst Level 1, das ist so zu verstehen, oder? Dieser verdammte Krieg. Gut. Zwei Vampire. Komm. Ich spüre es, Tonio. Nee, keine Vampire. Spinnen. Magikaninchen. Jawohl. Ja, verwundert euch vielleicht. Alter, der hat ja übelst Magika. Schon Punkte auf Destruction, ist aber erst Level 1. Das liegt an meiner Klasse. Dadurch, dass ich halt, Extract Venom. Ja. Dadurch, dass von der Geschichte her ja unser Charakter. Nein, du nimmst. Dadurch, dass unser Charakter von der Geschichte her ja aus Morrowind kommt und in der Schwarzmarsch schon ein Schamane war, beherrscht er einige Fähigkeiten schon etwas besser und so leveln wir ein bisschen schneller, kann man sagen, aber naja. Ah, da war jetzt ein Vampir schon, der erste. Hat sich angehört wie ein Ork. Ich muss mich erstmal hier eine Weile aufwärmen, denn wenn mir kalt ist, dann kriege ich ein paar Defizite, meist in Bewegung und vor allen Dingen Fähigkeitenentwicklung. Und wir müssten ja wenigstens mal noch Level 2 oder 3 kommen, diese Folge, damit wir besser agieren. Das liegt hauptsächlich am Frostfall, dass wir frieren. Das lag draußen, ist es halt nur mal kalt in der Nacht im Himmelsrand. Und hier so neben einem top warmen Feuer können wir uns wieder aufwärmen. So, das reicht jetzt. Tonio, geh mal aus dem Weg. Danke. Ey, du da. Was war das? Lassen wir die Spielchen. Was lassen wir die Spielchen? Iron Great Sword. So, mal ein schnellen Spielstand speichern. Bisschen Wein. Nehmen wir mal einfach vieles mit, was wir mitnehmen können. Aha. War ich das jetzt? Na, tired. Also war er das. Du bist müde in der Vampirhöhle. Ist klar. Tunika. Oh, guck mal an. Bam. Da lädt er im Drecke. So, Spitzhacke nehmen wir mit. Können wir auch hier brauchen. Händlerstiefel. Alles schön fein aussortiert. Der Junge soll ohne seine Mutter aufwachsen. Was für ein Leben ist das? Es ist nicht gerecht, sage ich euch. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Wo kommen all die Leute her? Empty Wine Bottle. Brauchen wir auf jeden Fall leere Flaschen. Und somit können wir wenigstens ein paar Leute retten. Ein paar Rezepte ausprobieren. Okay. Ja. Mitten bei so einer Suche das Eisenerz mitnehmen. Aber wir brauchen es. Da hinten sitzt er. Da. Das ist er. Was? Tonio, mach dich auf einen Kampf gefasst. Das reicht nicht schon. Ich mache mich aus dem Staub. Was? Du Arsch! Du bleibst aber stehen! Nichts von außen Staub machen. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch aussaugen, Sterblicher. Was war das? Ja, was war das? Du bleibst einfach stehen. Das werde ich gerne. Niemand hintergeht. Junge Vampirin.
This magic, it burns in my head. Oh mein Gott. Oh, Alter. Da hilft nur eins. Meine argonische Haut wird mich nicht helfen. Ich bin ja nicht völlig immun gegen Killmoves. Und er kommt einfach an und haut mich mit dem Schwert tot. Oh, cool. Auch sehr, sehr cool. Ihr seht, wir haben einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad schon. Vielleicht schaffen wir auch ab und zu mal gar nichts. Alter, schon heftig. Aber ich hätte es vielleicht Hardcore spielen müssen, oder? Aber dann hätte man das hier überhaupt nicht machen können. Ja. Dich muss ich erstmal ausrauben. So. Iron Mace, danke. Halt! Oh, das war gerade nochmal. Jetzt hat er mich doch gekriegt. Ich wollte gerade meine heilende Haut aktivieren. Scheiße. Geht ab, Leute, geht ab. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach Geronimo und Tonio, du bist eh für den Arsch. Er bleibt einfach nur stehen. Und der kommt mit seinem Schwert an und kloppt mich instant tot. Ey Leute, die Quest ist glaube ich nicht für Level 1 gedacht, oder? Kann das sein? Ich glaube nämlich nicht, denn wenn man normalerweise nach Mortal kommt, ist man ja 5 oder so. Hat wenigstens schon mal eine volle Rüstung. Wenigstens ein Perk-Punkt in, Dings drinne. In Destruction. Gegen was kämpft der denn da? Verstehe ich absolut nicht. Ach, Tonio rennt da jetzt volle Pute rein, okay. Ich nehme ihn noch den mal vorher. So. Okay, P. Heilende Haut. Quick Save. Und los geht's. Ja, und ich bin schon eher tot. Ja, ist ja klar, Gesetter, ich kriege ja Double Leech von beiden Seiten. Ach ja. Traust dich eh nicht hochzukommen, du Trottel. Nennt man das Bug-Using? Oh, der sieht aber auch ganz gefährlich aus, wenn man dem mal so ins Gesicht guckt. Das war's. Mowat. Oh. Ja, ich dachte, du wärst abgehauen. So much magic. Nee, wenn dann spielen wir mit einem Streitkolben, das passt besser zu so einer Klasse wie ein Schamane. Streitkolben oder Axt. Je nachdem. Für die paar HP will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt meine heilende Haut auspacken, aber ihr seht, mit ein bisschen Bug-Using kriegt man alles hin. Ich muss auch dennoch mal hinter gucken. Oh. Was hast du denn? Hä? Ja, was ist los? So, jetzt sind wir endlich mal Level 2. Säcke hier. Unsterbliches Blut, das Buch hatten wir vorhin schon mal. Und wir haben es mal endlich geschafft, nach ewigem Versuchen. Eine Feder.
4. Heid. Okay, wir haben unser ein Schild erhalten. Das kann man natürlich so mitnehmen. Lösegeld für Zarek. Bücher kann man mal mitnehmen. Vielleicht braucht man die mal irgendwann. Barrel, da ist irgendwas drin. Empty Bottle, nehmen wir mit. Und einen verfaulten Apfel kann man hier lassen. So, als erstes würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Alchemie. Und gleich natürlich extremes Rezept rausgefunden. Anfälligkeit für Gift. Ja, ohne den Vampirstaub, denn der ist meiner Meinung nach extrem wertvoll. Damit kann man später Unsichtbarkeitstränke und etwaiges herstellen. So. Ach, du lebst auch noch. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht von dir erwartet, mein Freund. Junge Vampirin. Na gut, der hatte noch nichts. Tony, hä? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Das ist ein Sack. Ich haue ab. Im Endeffekt doch dein Leben auch nichts gemacht. Hier wollte ich nicht noch gucken, weil der ja hier. Ach! Die gute Alva. Bauen wir doch nichts hier, hm? Guck an. So schnell holt ein das Schicksal an. Oh. Iron Boots, 23 Stormcloak, Officer Boots, Sonnenaufgang, Illusion verbessert, brauchen wir nicht. Morvards Boots. Gibt so viele hübsche Sachen. Und zwar Light Armor. Ach, das ist ja auch leichte Rüstung. Dann muss ich doch die Iron Boots mitnehmen, weil das sind unsere ersten schwere Rüstungsteile. Schwer. Ja, man sieht es jetzt natürlich nicht so wirklich durch die Brust, oder? Wartet mal, ich will mal was ausprobieren. Okay, dann liegt das an dem Mod durch mit den Füßen, dass wir hauptsächlich mit unseren Raptorbeinchen rumlaufen, oder besser gesagt Reptilienbeinchen. So, eine Kommode. Eisen noch ganz wichtig und essentiell. Na? Gut. Verlass mal die Höhle, gehen wir noch zum Jau. Und dann passt das so. Eine Sache möchte ich euch natürlich noch für dieses Let's Play erklären, und zwar durch den Mod Frostfall ist es mir verboten, Schnellreisen zu machen. Und wenn ich schnell reise, brauche ich mal, würde ich sagen, holen wir uns ein Pferd. Das macht nämlich mal auch so ein Pferd nützlich. Gleich kommt ein sauberes Gespräch, aber und wenn ich da einfach nur irgendwo hinreite und da passiert großartig nichts, schneide ich das dann aus dem Video. Aber sobald wir dann irgendwo einen Punkt rein, wo ich mir sage, das ist eine Höhle, da will ich rein oder sowas, schalte ich dann natürlich wieder zu. Bloß, wenn ihr seht, dass ich da einfach nur hin und her reite, ist es ja auch ein bisschen langweilig. Helgi, was ist los? Ja, jetzt habe ich dich angesprochen, du bist fort. Und nu? So, und wenn wir dann beim Jarl waren, geben wir dann auch unsere allererste Quest ab. So, in die Richtung geht's vor. Da hinten brennen auch schon die Lichter. So, dann können wir nämlich mit dem K hier wegdrücken. Ne? Aber das Allerwichtigste, ich darf nicht durchs Wasser. Da erfriere ich sofort. Da gibt's, mittels dieser, wie soll ich denn sagen, also Schneebären heißen die, glaube ich. Durch diese Dinger ist es mir möglich, einen Extrakt herzustellen, Schneebären-Extrakt.
Und diese erlaubt mir, dass ich unter Wasser nicht erfriere. Also praktisch sitzt das sozusagen mein Blut-Wärme-Austausch außer Gefecht. So, und was muss ich hier sehen? Der Jarl liegt im Neste, oder was? Die Jarl, du bist der Leibwächter. Und die Jarl liegt hier und dich mache ich jetzt mal wach. Ist nicht ganz wichtig. Nun seht euch nur an, wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Danke für diesen Kommentar. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Was? Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Gold 400. Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Okay. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre, Jarl Idgroth. Viel Glück! So, hilft den Einwohnern von Schaumarsch. Okay, Leute, wir verabschieden uns hiermit von Folge 2 und... Ach ne, verabschiede ich mich noch nicht. Ich habe ja fast vergessen. So, das Blöde beim Schaman ist jetzt, ich muss alle drei Attribute skillen. Weil wir brauchen Magika für unsere Zauber. Wir brauchen Gesundheit, damit wir nicht gleich umkippen. Und wir brauchen auch Ausdauer, dass unsere Schläge, dass wir wenigstens mal so zwei starke Schläge machen können. Danach auch vielleicht noch mit dem Schild abwehren. Egal. Wir fangen erstmal mit Gesundheit an, wie ich das immer mache. Und ja, der erste Skill, wo geht denn der eigentlich jetzt nun rein, ist die Frage. Werden sich einige vielleicht von euch auch denken. Wayfarer. Jotin. Nee. So. Das ist Light Armor. Marksmanship haben wir auch zu wenig. So, wir können mehr Schaden mit unseren Streitkeulen machen. Blocking ist effective. Oder wir machen uns besser in der Verteidigung. New Enchantments. Naja, ich sag mal, das muss ich ja eh machen, oder? Ne, Novize Level Destruction Spells. Ja, dann kann ich nämlich länger meine Flammen wirken. Sehr gut. So. Jetzt haben wir hier das Schild mit drin, die Flames. Das Feuer neu angeheizt. Wir verbrauchen weniger Magika und ich darf mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim.